Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio mit mir, dem Blubus und mit dabei der Gabax. Jo, hallo Leute. So, der Zug steht, der Zug ist fertig. Du sagtest gerade, wir haben nicht genug Explosive. Ja, also wir haben jetzt schon, jede Artillerie hat knapp 15-16 Schuss. 18 Schuss. Oder 18, genau. Allerdings für den fortlaufenden Munitions für die Zufuhr brauche ich auf jeden Fall hier mehr. Ist gut, es kann auch daran liegen gerade, dass alle möglichen Drohnen gerade im Einsatz sind. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Es gibt einen Flammenwerferturm. Ja, das gibt's aber schon länger. Bist du sicher? Ja, den gibt's schon seit. Sehe ich gerade zum ersten Mal. Den gibt's schon seit 015. Das Problem ist halt nur, das ist extrem aufwendig, weil du musst da ja Öl an irgendwie, also der arbeitet entweder mit Leichtöl, Schweröl oder Rohöl. Und da musst du ja jedes Mal eine Leitung für jeden Turm setzen, das ist ja doof. Okay, ich dachte, der arbeitet vielleicht auch mit Flamethrower Muni. Nee, aber das ist ja wieder ein bisschen doof. Ja, ist es auch. Ich habe den mal ausprobiert und den fand ich. Dafür muss der aber sich ordentlich lohnen, oder? Schadenmäßig? 90 die Sekunde. Der andere macht Shootings. Der Vorteil ist halt, dass es nachbrennt, ne? Ja, okay. Das ist der große Vorteil. Nachbrenner. So, ich fordere mir jetzt mal ein paar Lasertürme an. Ja. Und dann mache ich mich mal auf den Weg. Sekunde, ich setze mal meine Bahn. Und dann mache ich mich mal auf den Weg in den Osten. Aha. Ich muss eben noch auf meine Türme warten. So, hier werde ich mal einen Zwischenlager. Den Artillerie. Ich schmeiß mal den einen Artillerie-Turret ins System rein. Weil den brauche ich nicht. Was soll ich damit? Aber ich finde die Idee trotzdem geil. Also wie gesagt, wenn du eine Map hast, wo Nester neu spawnen, ja, kannst du dich damit wenigstens verteidigen. Das stimmt. Dann ist das auch, dann ist der Neuspawn auch gar nicht mal so schlimm. So. So, wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Ich will nach da hinten. Das ist Kupfer-Ost-Ost. Also fahre ich jetzt am besten mal mit einem. Ach, Moment. Wo ist eigentlich die Uranmunition? Uranmunition! Hier. Warum wird die nicht weiter produziert? Uran 238 fehlt. Hm? Sag ich jetzt nicht, wir haben kein Uran 238 mehr. Also das Dunkle. Ja. Gut, das kann halt sein durch die Wiederaufbereitung. Das verschlingt ja ganz schön viel. Nee, 500. Achso, das sind die einzelnen Kisten, sehe ich gerade. Anforderungskiste. Oh, es kann wirklich sein, dass das komplett. Anbieterkisten sind relativ leer. Sekunde, kann das sein, dass wir gar. Ach, stimmt, ja, da, ich sehe es gerade. Die sind auch ganz schön lang. Ich beschleunige die mal. Die sind ja ganz schön langsam hier. Ja, ich sehe das gerade da. Wir haben gerade nichts mehr davon. Gut, ich glaube, so viel brauchen wir auch gar nicht von dem Zeug, ne? Naja, also es ging jetzt speziell um die Uranmunition. Ich wollte jetzt mich gerne mit Uranmunition ausstatten für den Panzer. Dass die halt wirklich fallen, wie die fliegen, ne? Ich nehme jetzt einfach mal 1000 Schuss mit. Sollte reichen. So, Panzer. Ja, dann am besten setzen wir uns mit in den Zug und dann fahren wir zum Ziel unserer Also ich Gebirge. Bin schon vor Ort. Wo denn? Weil ich will den Zug halt anfordern. Okay, ja, ich setze mich in den Zug rein. Also ich will auch erst Verteidigung bauen und ihn dann herholen, weil sonst fängt er an zu ballern und ich guck dann in die Röhre. Achso. Verstehst du? In die Röhre, haha. Ja. Nein, ernsthaft, ich will einfach nicht, dass der Zug anfängt zu ballern und wir haben keine Verteidigung. Ja. 26 haben die jetzt jeweils. Das ist schon nicht schlecht. Hm? Oh. Ja. Deswegen, ich ziehe jetzt gerade also eine Linie. Fast 80 Schuss. Also mit 80 Schuss, wenn du pro Schuss kannst du ja, machst du ja immer einen großen Radius von diesen kleinen Gebäuden kaputt. Das heißt, ja, also das obere Link. Oder warte mal, wollen wir nicht vielleicht doch lieber dieses Artillerie-Zielfernsteuerung mal bauen? Das können wir sogar per Hand bauen. Das geht sogar sehr schnell. Lässt sich auch nicht stacken. Na, klasse. Ja. Können wir mal ausprobieren, wie das funktioniert. So.
tue nur mal eben mein. Ach, Sekunde, ich wollte hier noch Verteidigung bauen. Okay, ja, ich muss aber noch. Hast du Munition dabei? Ich muss noch Strom dahinsetzen. So, hast du Munition? Ich habe meinen Panzer hier stehen. Ja, hast du auch Munition für den Panzer? Da sollte Munition drin sein. Okay. Wenn sie keiner rausgenommen hat. Da ich ist noch. Nicht. Ja, da ist noch mehr als genug drin. So, jetzt muss ich noch erstmal Strom verlegen. Okay. 28 Schuss. Gleich, also gleich haben wir 90 Schuss. Alter Schwede. Ja, also momentan ist wirklich mit dem Diamant, mit dem Dynamit noch ein bisschen das Problemchen, aber das, ja, vielleicht baue ich da noch ein drittes. Wobei, genug ist ja drin. Ah, die brauchen gerade nur ein bisschen zu lange, glaube ich, für das, ja. Der Sprengstoff muss halt von ganz unten nach ganz oben transportiert werden. Das dauert gerade eine ganze halt Weile. Aber dann kann ich da nochmal vielleicht. Wobei ist das gerade? Wird geliefert, okay. Ja, da muss ich mal vielleicht auf 400 hochstecken oder so. So. Da mehr Drohnen fliegen. Jetzt muss ich nur mal eben meinen Blueprint. Habe ich überhaupt noch einen Blueprint mit den. Ah, shit. Ich habe gerade keinen Blueprint mit Türmen drumherum. Das ist natürlich doof. Ich muss mir mal schnell einen machen. Ich habe keine Ahnung, was da am Ende ankommt. Ich weiß halt jetzt ankommt, echt ne? nicht, ob die automatisch schießen dann sofort oder. Ja, ich würde sagen ja. Weil die automatische Reichweite ist halt geringer. Ich habe noch keine Ahnung, was für eine Reichweite das ist. Aha. Also ich kann mir unter 300 nichts vorstellen. Ich habe ja auch die Reichweite schon. Achso, automatisch natürlich geringer, hast du ja gesagt, ne? Mhm. Zweifel. Manuell, Alter, what the fuck? Einfach mal über das Doppelte. Ja gut, ich habe aber ein paar manuelle dabei, also ein paar diese Steuerdinger da. So. So, ich hoffe, hast du noch Lasertürme dabei? Ja, ein paar habe ich dabei. Okay, gut, dann kannst du hier den respawnen. So, ich bin soweit fertig, dann fahr mal bitte zum Einsatz. Ja, bin gerade auf dem Weg. Einfach durchdonnern, ne? Ja, kannst du einfach durchdonnern. Der hat ja genug, der kann auch wieder zurückfahren. Wo bist du denn gerade? Da bist du. Oh je. Sie fragen, jetzt bin ich mal gespannt, ob das von der Reichweite her reicht. Der überhaupt ankommt. Alter, die Strecke ist ganz schön lang. Ja, die Strecke ist lang. So, jetzt. Wo bist du denn hingefahren? Ich bin eins zu früh abgewogen. Warum bist du denn nicht einfach automatisch gefahren? Weil ich gerne manuell fahren wollte. Ja, Achtung, hinter dir. Ja, ich weiß. Wird gesperrt. Bin eins zu früh leider. Da habe ich hier extra eine Bahnstation mit Einsatz eingebaut, ne? Ja. Damit du einfach manuell fahren kannst. Automatisch meine ich. So. Frage, ob die schon schießen, wenn man stehen bleibt? Ich habe keine Ahnung. Okay, noch schießen sie nicht. Außer Reichweite? Nee, ich vermute, die müssen. Doch, die haben sie sich gedreht, haben sie sich bewegt? Nee. Doch, da jetzt. Oh. Das sieht bedrohlich aus. Alter. What the fuck? What the fuck? Leute, wo laufen die denn hin? Keine Ahnung. Hauptsache weg. Wow. Alter! What the fuck? Okay, jetzt kommen sie. Ernsthaft? Ja. Yep. Oh, warte mal, ich hätte vielleicht. Ah, ich habe hier noch eine Radarstation. Aber die müssen lustigerweise durch die Bäume durch, von daher. Ich setze mich mal in den Panzer. Oh, da kommen sie. Ah, ja, sind wir. Ui, ui, ui. Scheiße, hast du Treibstoff? Ne, hol die Holz. Ja. Ich fahr auch nur mit Holz. Ich bleib hier einfach stehen. Ach, verdammt, ich habe da unten eine kleine Lücke gelassen. So von unten? Ah, das geht. Oh, verdammt. Ja, unten kommen wir. Ich habe die Bahnschaltung kaputt gemacht. Alter! Guck mal. Ja, lol! Guck mal, mein Uranium.
die Uranium-Munition. Guck mal, wie ich die platt schieße. Oh, das ist ja mega. Da muss ich auch mal mit reinpacken. Schnell meine Bauroboter in den Panzer rein. Wow! Ernsthaft? Was denn? Die ist ja mega. Ja. Okay. Ja, das war's. Nichts mehr in Reichweite. Die haben immer noch Muni! Das sind jetzt nur noch... Ja, aber nicht mehr viel. Okay, da hinten... Okay, warte mal. Probiere mal manuell aus. Ja, okay. Ich schieße jetzt manuell. Da können sie weiterschießen. Wow. Ja, ja, klar. Dass die... Ah, ja, aber jetzt schießen sie mal auf einen Punkt, oder? Oder? Nee. Ach so, wie viel hast du denn gebaut? Ach, die verbrauchen sich nicht. Ah, okay. Was? Du baust dieses Teil einmal. Ah. Und dann... Hier, warte, ich gebe dir mal eins. Ich schmeiß dir mal eins auf den Boden. Ach so, hast du mehrere gebaut? Du tust einfach einen Panzer. Ach so. Oh. Hab ich. Okay. Und das wählst du einfach aus. Das nimmst du einfach und dann... Genau. Ist ja geil. Ja. Ich habe davon jetzt einfach mehrere gebaut. Ich wusste das nicht. Da noch. Warte mal, ich probiere mal kurz was aus. Ich will mal kurz in eine andere Richtung schießen. Bum, bum, bum. Ich will wissen... Okay, das geht nicht. Fetzt übelst. Was für ein... Wow, ernsthaft? Bis nach dahin... Oh, wie oft schießen die? What? Wo schießt du denn hin? Achso. Alter, bis wohin fliegt das denn? Ja, warte mal kurz, bitte. Halt mal kurz. Die haben nicht mehr viel Muni. Zwei Muni nur noch. Ich wollte wissen, stopp, welche bitte. Reichweite das... Ich schieß gerade nicht mehr. Der schießt gerade automatisch. Achso. Okay, Reichweite. Alter. Ich guck mal, ob er bis dahin schießt. Eisen-Ost-Ost. LOL! Bis wo schießt du denn jetzt? Runter links. Wie weit? Ja, bis zum Steinfeld da unten. Und noch weiter. What the fuck? Okay, das ist die 500 Meter Range. Dann ist 200 die Alter. Ach, das ist krass. Ja, Muni ist leer. Ich schick den mal wieder zurück. Zum Lager? Ja, weil da ist ja schon wieder Munition drin. Alter, wie viel ist denn da drin aktuell? Mal kurz gucken. Wo ist der? Puff, was? Nee, 12, wollte gerade sagen. 12 Stück, mein. 12, ja. Ich dachte gerade 50, aber das ist nur, was du eingestellt hast. Ja, das wäre schön. Alter. Guck mal, wie schnell wird. Guck mal, wir haben drei Nester aufgeräumt, ey. Mehr. Ich habe unten auch noch so kleinere. Und wenn du automatisch schießt, kannst du sogar da unten noch das Riesenfeld da wegmachen. Ja, du kannst viel, viel weiter schießen. Also um das Doppelte. Mehr ja, als ja, das habe ich, gesehen. So, ich tucke mal kurz da die roten Punkte ab. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ist gut. Dann können wir nämlich das Kupferfeld da unten auch anschließen, weil wir Kupfer brauchen. Das Feld wieder. Ja, aber da müssen wir noch ein kleines bisschen mehr aufräumen. Okay, muss sogar nur erkundet werden, dass die leben gar nicht mehr, die roten Punkte. Oh, krass. Alter, dann alles tot. Wow, dann haben wir ja wirklich die drei komplette Bases platt gemacht. Okay, das bedeutet also, die Produktion für diese Artilleriegeschütze müssen wir erhöhen. Das spart richtig Zeit und Arbeit, weißt du das? Ja, Zeit, Munition, Stress. Ja, okay, hier sind ja, und jetzt hier mit so Uran, das ist auch so heftig jetzt, ne? Easy. Wie stark das ist. Ja. Okay, ich sehe gerade, ich muss mal kurz die Drohnen rausnehmen. Dann habe ich ja noch meine Lasertürme. Ja, okay, da unten ist noch ein großes Feld. Das einzige Problem ist, wir müssen das halt aufdecken, ne? Was? Naja, der kann halt nur dahin schießen, was er sieht, ne? Nö. Bist du sicher? Ja. Hat er eben gerade auch die ganze Zeit gemacht. Ja, das hat mir... Ach, du meinst nicht ins Schwarze, sondern... Ja, ja. Ja, okay, klar. Ja gut, aber guck mal, wenn du, wie wir es da oben gebaut haben, erstmal alles absicherst um den Zug herum. Ja, und das dann war jetzt da auch halt ein bisschen nötig, ne? Weil ja, da kann man das jetzt nicht. Ja, okay. Aber gut, ich glaube, da fahren wir jetzt mal nicht weiter. Da können wir den Zug sonst nochmal holen. Hallo. Oh, das ist aber ein riesiges Feld da. Hallo. Was machst du denn? Ja, ich habe Uranmunition, die fetzt. Ja, ja, ist richtig. Wow. Und das ist gar nicht mal so teuer, so ein Geschoss, oder? Nö. Ein Radar ist nicht so teuer. Explosive, kenn ich schon. Das dauert halt jetzt nur, weil Explosive müssen wir erstmal von unten hochkriegen und vorher muss halt immer müssen erst diese Geschütze gebaut werden. Oh.
Mein Treibstoff und Explosives ist alle. Braucht bloß Kohle, Schwefel und Wasser. Ja, das ist eigentlich, eigentlich ist so ein Geschoss recht günstig. Ja. So. Gut, der Zug selber ist jetzt mit 20 Circuits auch relativ günstig eigentlich. So, warte mal, ist er dadurch, jetzt? Dass es hieß, dass das Endgame ist, kannst du den doch relativ. Ja gut, die Forschung war teuer. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Reichweite kann man ja auch noch erhöhen. Was hat das denn noch in der Forschung gekostet? Mal gucken, ob ich 2000. Erst mal aussteigen, bitte. 2000 von den Ja gut, das ist schon eine Menge. Ja. Ja, wow, wie kommen wir denn jetzt am besten nach Hause wieder? Wir können den Zug anfordern. Ja, dann machen wir das mal. Mach das mal gerade. Okay. Da braucht er auch eine Weile. Und ich würde sagen, ne, kannst ja, während wir auf den Zug warten, die Folge beenden. Hallo? Ja. Ich war nur kurz vom Überlegen. Ihr habt unseren Boomstick gesehen. Alter, ich finde das Ding immer noch übel. Erst recht hier mit der Verteidigung drumherum. Die können wir eigentlich gleich mal wieder abbauen und dann verlegen wir einfach die Schienen neu. Und am Ende gucken wir uns das Ganze mal an. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Jo, ciao.